Heute möchte ich euch einmal zeigen, wie man aus Rotaugen, die wir im Main gefangen haben, Brathäringe herstellen. Wir haben jetzt hier vor uns liegen Rotaugen. Diese habe ich teilweise schon entschuppt, den Kopf entnommen, Brust und Seitenflosse entfernt. Ihr seht, hier sind jetzt nur noch die Schwanzflossen vorhanden. Auf der linken Seite habe ich jetzt angefangen, überall mehr oder weniger die Schwanzflossen zu entfernen, so dass ich im Endeffekt nur das Mittelstück des Fisches vor mir liegen habe. Und das ist eigentlich für Bratheringe unser Ausgangsprodukt. Als nächstes werden die Rotaugen von innen und von außen gesalzen und gepfeffert. Mit frischem Pfeffer aus der Pfeffermühle. Wir verwenden hier Rotaugen in verschiedenen Größen. Kleine bis ganz große, wie ihr hier sehen könnt. Alternativ zu normalen Meersalz könnt ihr auch mehr oder weniger Knoblauchsalz verwenden. Das verwenden wir bei Fischen recht gerne. Es hat einen eigenartigen Geschmack. Aber wenn es jemand wegen schärfer will, kann er auch die Fische mit Knoblauchsalz salzen. Zum Schluss werden die Rotaugen mit Zitronensaft beträufelt. Und anschließend ein paar Minuten in den Kühlschrank gegeben, damit sie mehr oder weniger nochmal richtig durchziehen, bevor sie dann gebraten werden und paniert. Als nächstes werden die Rotaugen paniert. Zur Panade verwenden wir am liebsten eigentlich immer Roggenmehl, weil Roggenmehl ist eigentlich im Gegensatz zum Weizenmehl vom Bestandteil etwas fester und die Panade wird auch etwas härter. Nun haben wir alle unsere Rotaugen paniert, gesalzt, gepfeffert, mit Zitronensaft beträufelt und in Roggenmehl herauspaniert. Und jetzt geben wir sie entweder in eine Pfanne und tun sie pro Seite des Fisches 3 Minuten lang anbraten in Olivenöl oder in die Fritteuse. Wir werden jetzt die Fische in die Fritteuse geben und werden sie so lange in die Fritteuse tun, bis sie schwimmen anfangen und werden sie dann gleich nehmen. Das zeigen wir euch jetzt. Die Rotaugen werden jetzt mehr oder weniger so lange im Fett frittiert, bis sie automatisch nach oben schwimmen und dann werden sie selbstständig ganz schnell entnommen. Wenn man sie zu lange im Fett lässt, dann haben wir das Problem, dass die später mehr oder weniger zerfallen im Essig. Und das soll überhaupt nicht der Fall sein. Hier seht ihr jetzt die Rotaugen, die wir ganz kurz in der Fritteuse anfrittiert haben, auf 2 Teller verteilt. Zum Abkühlen mal kurz hingestellt. Beim Frittieren sind einige Teile der Y-Gräten, die die Rotaugen oder die Weißfische allgemein besitzen, schon ein bisschen leicht verschmolzen. Und wenn wir die jetzt in einem Sud einlegen, in Essig und zu Bratheringen weiterverarbeiten, wird der Rest von diesen Y-Gräten so weich, dass man sie mitessen kann, beziehungsweise dass sie dann mehr oder weniger komplett sich auflösen. Als nächstes geben wir die angebratenen Rotaugen in Einmachgläser oder Einweggläser. Wir verwenden hier 720 ml Einweggläser mit einem Gummiring und mit einem Verschluss. Und in die werden wir jetzt einfach mal die Rotaugen reingeben, bevor wir dann später den Sud herstellen. Hier haben wir schon mal die Rotaugen in die Einmachgläser gestellt. Portionsgerecht immer 6 bis 7 Stück, wir hatten 24 Fische. Haben schön geteilt. Portionsgerecht, dort können sie auskühlen und jetzt stellen wir mal den Sud her, mit dem wir dann mehr oder weniger die Rotaugen aufgießen werden. Anschließend schneiden wir 2 bis 3 mittelgroße Zwiebeln zu Ringen und diese Ringe geben wir dann auch noch zu den Bratheringen in die Gläser. Später wird auf diese Zwiebel die heiße Marinade aufgegossen, so dass der Geschmack von der Zwiebel langsam durchzieht.
Um unseren Fisch dann noch eine persönliche Note zu geben, werden in jedem Glas noch einige Thymianzweige hineingetan. Als nächstes benötigen wir für die Herstellung unseres Sudes einen Topf. In dem füllen wir erstmal 250 ml Wasser. Jetzt. Als nächstes benötigen wir einen halben Liter 500 ml Weinessig. Ihr könnt hier aber bis zu 750 ml zugeben. Wir machen das Rezept etwas schwächer. Bei 750 ml Essig wird es doch recht pikant. Ihr solltet erstmal ausprobieren, wie es euch am besten schmeckt. Aber ein halber Liter Weinessig auf den Sud ist für den Anfang erstmal genug. Als nächstes kommen 5 Lorbeerblätter in den Sud. Als nächstes kommen dann 2 Esslöffel Senfkörner hinzu. Die wir mit einkochen. Die nächste Zutat wäre ein Esslöffel Wacholderbeeren. Anschließend ein Teelöffel bunter Pfeffer, etwas Zucker, ungefähr 3 Teelöffel, einen Teelöffel Salz geben wir uns ungefähr noch dazu, ein Teelöffel Pimentkörner. Anschließend noch einige getrocknete Streifen Chilischoten, rot. Und zum krönenden Abschluss kommt noch eine Teelöffel Dillspitzen hinzu. Das Ganze lassen wir jetzt mal richtig schön 5 Minuten aufkochen und rühren. Und lassen es richtig schön ziehen. Eventuell könnt ihr noch je nach Geschmack eine Knoblauchzehe reinpressen, wenn ihr möchtet. Aber von Anfang würde ich es erstmal so probieren, bevor es zu bekannt ist. Jetzt lassen wir unseren Sud nochmal kurz aufkochen. Anschließend wird der Sud in die Gläser aufgefüllt, bis an die Oberkante der Fische, sodass die Gläser schön gefüllt sind. Ihr solltet die Gläser nun verschließen und anschließend mindestens 3 Tage in den Kühlschrank stellen. Eine längere Zeit wäre besser. Nach 3 Tagen ungefähr fängt es an, dass die Y-Gräten sich durch diesen Branntweinessig zersetzen. Wenn ihr jedoch etwas länger warten wollt, könnt ihr so noch 2 bis 3 Wochen die Fische genießen. Bis dahin sind die Gräten sehr weich geworden, haben sich teilweise aufgelöst. Und die paar Gräten, die noch so vorhanden sind, die könnt ihr getrost mitessen. So lassen sich wunderbar Rotaugen, Weißfische aller Art, die sehr grätenreich sind, einlegen, um zu einem schmackhaften Fisch zu werden.